Liebe Zuschauer, es ist kalendarischer Sommer. Haben Sie schon Investmentpläne? Man sagt ja immer so ein bisschen Sommerloch, Sommertristesse. Aber es gibt ja auch den Begriff Sommerrally. Was ist dieses Jahr wahrscheinlich? Was sind die Alternativen zu Aktien, die zumindest bis dato in diesem Sommer nicht durchweg positiv performt haben? Das und mehr besprechen wir in Zertifikate aktuell mit Matthias Hüppe von der HSBC. Schönen guten Tag, Herr Hüppe. Schönen guten Tag, Frau Herz. Ja, Sommerbräune oder Sommerröte, so Sonnenbrand, sprich Aktien im roten Bereich. Was macht der DAX, wenn wir jetzt mal so die Statistik in der Vergangenheit betrachten? 1987 bis 2018, also seit Auflage, sind die Vorzeichen da eher meist rot. Genau, also da wird es dann doch eher der Sonnenbrand sein, den der DAX da bekommen hat und auch nicht zu schwach. Also wenn wir uns das mal anschauen, wir haben uns das mal betrachtet, wir haben mal den kalendarischen Sommer genommen, also Sommersonnenwende 21. Juni bis 22. September, wo wir Tag-Nacht-Gleichheit haben. Und haben mal angeschaut, was ist denn passiert mit dem DAX in dieser Zeit. Wir haben es seit dem 30.12.87 dann gemacht, dann bis Mai diesen Jahres. Und wenn wir uns jetzt einfach mal, wir schauen uns mal die schwarze Linie an, hätten man sozusagen Anfang 88 oder Ende 87 1 Euro in den DAX investiert, damals noch D-Mark, dann wären es heute 12,54 Euro. Mhm. Also sehr gute Entwicklung, ja. Nichts falsch gemacht. Hätte man aber gesagt, ich bin ein Sommerkind, ich investiere nur im Sommer, dann wäre das Ganze ganz anders ausgegangen. Da wäre aus einem Euro, das ist die, ja, rot, ne, also Sonnenbrand, rote Linie, da wären aus einem Euro 39 Cent geworden. Okay, also Investment im Sommermonaten wäre ein deutlich verlustreiches Investment. Also das wäre fast schon gesehen der schlechteste Anleger im DAX, der es dann geschafft hat, wirklich seit 1987 durch seine Investments sogar noch einen Verlust zu machen, wo der DAX insgesamt sich ja sehr positiv entwickelt hat. Also da sieht man schon, die Sommermonate einzeln investiert, alles andere als brillant. Und jetzt natürlich der umgekehrte Schluss, hätte man den Sommermonat rausgenommen, also hätte man immer dann verkauft und wäre dann zum 22. September oder 23. September wieder eingestiegen und das ist dann diese blaue Linie, dann sehen wir, dann wäre aus einem Euro wären 31 Euro geworden. Also mit Abstand die höchste Rendite. Mit Abstand die höchste Rendite. Also vor Transaktionskosten. Vor Transaktionskosten, ganz klar. Da muss man sagen, wobei auch hier sich das vielleicht ein bisschen Grenzen hält. Thema Steuern könnte vielleicht noch reinkommen, die steuerliche Situation. Aber ansonsten ein Verkauf, ein Kauf jetzt beispielsweise ist, glaube ich, noch, das passt noch pro Jahr. Und man sieht es natürlich ganz schön, wie groß der Unterschied da ist. Also man hat wirklich die positiven Monate mitgenommen und die schlechten einfach ausgeschaltet dadurch. Also man investiert quasi von Ende September bis Anfang Juni. Aber wenn Aktien im Sommer so gar nicht funktionieren und man jetzt nicht komplett an der Seitenlinie stehen bleiben möchte, was gibt es an Alternativen? Muss es ja geben. Es muss Alternativen geben und wenn wir jetzt mal einen Schritt weitergehen, Aktien laufen schlecht, was läuft da meist gut, was korreliert, sagt man ja so schön, negativ mit dem DAX, das ist Gold. Also wir haben uns jetzt mal angeguckt, was hat denn Gold in den Sommermonaten gemacht? Also hätte man nur in Gold jeden Sommer investiert und da ist es so, da wären aus einem Euro 1,64 Euro geworden. Natürlich jetzt kein Vergleich mit der Entwicklung im DAX, aber alles in allem natürlich eine positive Entwicklung. Das heißt, hätte ich also investiert in Gold, hätte ich über diesen Zeitraum eine positive Rendite erzielt. Und wenn wir das Ganze jetzt mal kombinieren, also positiv, wir reden auch von 64%, was natürlich auf den Zeitraum PA relativ wenig ist, aber der Zinseszinseffekt ist natürlich enorm. Und das sehen wir hier, hätten wir also diesen Mix gemacht und hätten gesagt, ich gehe raus aus Gold, ich gehe raus aus dem DAX. Aktien. Aus Aktien im Sommer kaufe ich Gold und dann zum Herbst kaufe ich wieder den DAX. Dann hätten wir aus einem Euro 51 Euro gemacht. Okay. Warum steigt denn, wir nehmen mal die aktuelle Marktlage ein bisschen raus. Warum steigt denn Gold statistisch betrachtet im Sommer tendenziell eher an, während Aktien eben eher fallen? Ja, also man kann ja so ein bisschen sagen, also die Frage ist, warum argumentiert man? Wenn natürlich Aktien fallen, wir gehen ja so ein bisschen mal damit, dass man sagt, ja, Sommerloch, es wird weniger, es gibt weniger Nachrichten, es gibt vielleicht manchmal auch dann negative Nachrichten, die sich stärker durchschlagen, weil einfach weniger Liquidität da ist. Also es sind mehr Marktteilnehmer im Urlaub. Und vielleicht, wir haben ja auch gesprochen, vielleicht sagen auch manche jetzt, wenn ich weg bin vom Markt, kaufe ich mir was zur Absicherung. Das heißt, ich kaufe mir so ein bisschen was im Gold, was negativ korreliert. Wenn es dann knallt, ist es meist so, dass dein Gold dann eher positiv reagiert hat und investiere dann vielleicht in diesem Zeitraum in Gold. Also das ist so ein bisschen dieses Zyklusdenken. Manchmal kann man auch sagen, die selbsterfüllende Prophezeiung, wir haben ja Sell in May and Go Away und wir haben ja diese ganzen Börsenweisheiten, die vielleicht auch dazu führen, dass Anleger sich entsprechend so verhalten und dadurch natürlich dann dieser Effekt auch nochmal verstärkt wird. Also es ist schwer, jetzt den Grund zu finden, weil man natürlich sagen kann, die Informationslücke vielleicht, ja, irgendwo in den 80ern, 90ern, da war es noch so, dass man nicht die Informationen im Urlaub hatte, dass man nicht so reagieren konnte. Das hat sich natürlich jetzt durch Internet, Smartphone geändert. Da kann der Fondsmanager, egal wo er in der Welt ist, jederzeit reagieren.
Nichtsdestotrotz ist es vielleicht trotzdem, das sehen wir ja auch im Sommermonat, ein bisschen ruhiger. Ja. Da ist nicht so der Fokus auf die Zahlen, da ist man vielleicht mit anderen Themen einfach beschäftigt. Vielleicht kann das ein Grund sein. Und wenn dann Liquidität entzogen wird aus dem Markt, dann schlagen sich negative Nachrichten halt viel deutlicher durch. Mhm. Also das ist eine Erklärung, die man da hat. Deswegen muss man natürlich auch hier immer aufpassen, das ist eine Rückbetrachtung. Das ist natürlich jetzt nicht die Garantie, dass es genauso in der Zukunft weitergeht. Man kann nur sagen, natürlich aus der Vergangenheit kann man immer ganz gut lernen. Die technische Analyse basiert ja viel auf Zyklen. Man schaut sich also einen Präsidentschaftszyklus etc., wo wir auch immer selber drauf schauen, wo wir so ein bisschen unser Agieren vielleicht auch nachhalten. Und hier könnte man halt sagen, zumindest in der Vergangenheit war es kein schlechter Ratgeber. Und wenn man sich die Entwicklung so jetzt auch mal den Sommermonat bisher anguckt, also es geht jetzt zum Ende hin, sieht es wieder ein bisschen besser aus, aber bisher war es eigentlich konter gegen dem Wetter. Das Wetter war strahlend schön und der DAX, der war dann doch eher auf der Regenseite. Okay, jetzt mal zurück in die Gegenwart und praktisch gedacht, Gold kaufen, einmal im Juni kaufen, dann im September wieder verkaufen. Wenn ich da an Gold physisch denke, fallen mir einfach hohe Kosten ein. Ja. Also wie geht es besser, anders? Ja. Also wenn man es physisch machen würde, wird das alles nicht funktionieren. Ja. Also da reden wir von mindestens 2% zwischen An- und Verkauf. Ja. Die würden natürlich zu einer negativen Performance führen. Also da muss man auch sagen, der physische Kauf und Verkauf von Gold, das ist nicht zum Traden. Also die Gold physisch kaufen, legen es im Tresor und werden es wahrscheinlich vererben. Die, sage ich mal, wirklich jetzt sagen, ich will in Gold investieren und sehe das als kurzfristiges Investment oder sehe es als Investment an, die machen das über Zertifikate beispielsweise. Da kann ich Goldzertifikate kaufen, da rede ich von 1-2 Cent Spread, die ich da habe. Dann sind die Transaktionskosten wirklich gering, dann kann man sowas auch umsetzen. In der physischen Form funktioniert sowas natürlich nicht. Welche Zertifikate und inwieweit müssen Anleger noch Währungseffekte berücksichtigen? Ja. Also von den Zertifikaten, da reden wir natürlich von Goldpartizipationszertifikaten. In dieser Berechnung haben wir jetzt einfach sozusagen diesen Währungseffekt nicht berücksichtigt. Wir haben natürlich das in Euro gerechnet, aber man muss natürlich bei Gold nochmal sehen, dass man Gold notiert in Dollar, diesen Effekt nochmal dazu rechnen. Da haben wir auch öfter schon Themen zu gehabt, ist es besser, man macht es quanto, also währungsgesichert oder nicht währungsgesichert. Da gibt es nicht das Bessere, das kommt immer so ein bisschen drauf an, muss man an der Stelle sagen. Von daher ist natürlich auch ein Effekt, den man noch mit reinrechnen muss. Nur wenn man natürlich das lange Bild betrachtet ist er, und für diesen kurzen Zeitraum, den man investiert, ist es jetzt nicht so entscheidend. Aber sollte man darauf achten. Ansonsten, also wie gesagt, Goldpartizipationszertifikate kann man machen. Man kann es natürlich auch über ETFs oder andere Formen machen. Wichtig ist nur, da hat man wirklich Transaktionskosten, wo das Ganze auch funktionieren kann. Es gibt ja auch Trader, die Gold traden, wo man einfach sagen muss, da kann man mit 2% An- und Verkauf, das funktioniert nicht. Und man kann auch nicht mal eben den Goldbarren, also ein Zertifikat kann ich in einer Sekunde kaufen und in 2 Sekunden später wieder verkaufen. Das ist gar kein Problem. Das geht natürlich mit physischem Gold nicht. Also deswegen, wer solche Strategien machen möchte, dann bitte über Wertpapiere. Dann über Wertpapiere, Währungseffekte mit berücksichtigen. Alles gut. Matthias Hüppe, vielen Dank. Gerne. Liebe Zuschauer, Aktien haben tendenziell im Sommer eher Sonnenbrand, sprich die notieren rot. Aber es gibt Alternativen, die gerade im Zeitraum Juni bis September funktionieren. Eine davon ist historisch betrachtet, vielleicht nicht unbedingt in diesem Jahr, der Goldpreis. Gold, negative Korrelation zum DAX, das heißt die Sommermonate sind Goldmonate. Und wie bildet man das Ganze ab? Nun, physisch kaufen, da funktionieren Transaktionskosten in der Weise, dass einfach die Rendite zunichte gemacht wird. Aber über Zertifikate, Partizipationszertifikate 1-1 mit dem Goldpreis kann man Gold taggleich kaufen und wieder verkaufen. Was man noch berücksichtigen muss, sind Währungseffekte und was der Goldpreis weitermacht, natürlich bei der Aktionär TV jeden Börsentag neu.